In Corona-Zeiten hat man den riesigen offiziellen Parkplatz unterhalb der Bräuburg so gut wie für sich alleine. Es gibt noch einen kleineren Parkplatz, die Gustavsruhe, weiter unterhalb. Aber für Womus kann ich den nicht empfehlen. Die Burg, die Jugendherberge und die Burg Schenke sind zwar geschlossen. Für autarke Wohnmobilisten sollte das aber kein Problem darstellen. Ein Besuch ist trotzdem lohnenswert. Von den meisten übersehen, gleich am ersten Tor, oben rechts, der Breilecker. Dazu in Kurzform die Sage. 1450 versuchte Poppo von Otzberg mit schweren Kanonen die dicken Mauern der Burg umzuschießen. Aber an der Festung prallten die Kugeln ab wie Erbsen. Die Breuberger Burgleute verließen sich auf ihre feste Bastion. Eines Mittags standen sie draußen auf Wache, hinter der Mauer, und kochten sich einen Kessel mit Hirsebrei. Als sie sich zu dem Kübel setzten, um den Brei zu schlecken, flog eine Kugel der Otzberger gegen den Turm, prallte ab, fiel mitten in den Topf und der Brei spritzte heraus. Werner, der Rossbub und ein richtiger Spaßmacher, legte ihn vom Boden auf, sprang auf die Mauer und streckte den Feinden die Zunge heraus. Sofort schossen die Otzberger nach ihm, aber sie trafen ihn nicht. Da lachten die Burgleute. Und der ganze Haufen rief: Werner, du bist unser Künstler, du sollst uns alle Zeit die Burg bewachen. Der Steinmetz von Dietrich schnappte sich später den Hammer und meißelte neben dem Tor, in einem vorspringenden Stein, das Antlitz von Werner dem Breilecker. Noch heute streckt der Spaßvogel allen die Zunge heraus, die bei geschlossener Pforte die Burg nicht betreten können. Die Burg Breuberg mit ihrer über 850-jährigen Geschichte gehört zu den größten und am besten erhaltenen Burgen im ganzen süddeutschen Raum. Die Tatsache, dass die Burg immer bewohnt war, erklärt den noch heute so guten Zustand der gesamten Anlage. Auch ein Weg führt außen herum und von diesem hat man einen fantastischen Ausblick auf den Odenwald. Kurzum, ein lohnenswertes Ausflugsziel. Und mit einem autarken Wohnmobil kann man hier auch gut übernachten.